Hallo meine Lieben, eine außerirdische Sonde befindet sich in der Nähe unseres Mondes. Sie sendet ein unmissverständliches Signal an uns aus und wir haben es entschlüsselt. So die Aussagen dessen Entdecker, darunter ein renommierter Professor an der Stanford University und ein anerkannter Wissenschaftsjournalist. Selbst der amerikanische Fernsehsender CBS und das Time Magazine haben über diese erstaunliche Entdeckung bereits berichtet. Den Inhalt der Nachricht, aus welchem Sternsystem sie stammen soll, wie lange diese außerirdische Sonde demnach zu uns unterwegs war und vieles mehr, seht ihr wie immer nach dem Intro. Seit Jahrzehnten sucht das SETI-Institut nach einem Signal. Einem Signal einer außerirdischen Zivilisation, das irgendwo zwischen den Sternen seinen Ursprung hat. Etwas, das uns zeigt, wir sind nicht allein. Bisher ist die Suche erfolglos, zumindest offiziell. Auf der Suche nach einem extraterrestrischen Funkspruch müssen sich die Astronomen zwei Fragen stellen. Wie könnte eine solche außerirdische Nachricht aussehen? Und wo genau sollen wir nach solch einer suchen? Die derzeitigen Vermutungen könnten dazu geführt haben, dass wir sowohl an der falschen Stelle als auch nach der falschen Art eines Signals gesucht haben. Ein eindeutiges Signal sei sehr viel näher und sehr viel einzigartiger. Es käme von einer Sonde auf Höhe des Mondes. Entsendet von vor mehr als 13.000 Jahren, um uns Menschen mitzuteilen, woher sie kommt. Duncan Lunan, ein schottischer Autor mit dem Schwerpunkt Astronomie und Raumfahrt. Er forscht und lehrt an den Universitäten dieser Welt. Zahlreiche wissenschaftliche Schriften zeichnen ihn aus. Doch eine dieser stößt in der Welt der Astronomie auf massiven Widerstand. 1973 erscheint ein Artikel in Spaceflight, einer renommierten Zeitschrift der British Interplanetary Society. Der von Lunan verfasste Text löst Erstaunen unter den Astronomen weltweit aus. Er beschreibt, dass er eine versteckte Funknachricht identifiziert als auch entschlüsselt habe, ausgesendet von einer außerirdischen Raumsonde. Und er habe Beweise, dass dem wirklich so ist. Was macht Lunan so sicher, dass er das geschafft hat, was das SETI-Programm seit 60 Jahren versucht? Woher stammt das Signal und was beinhaltet es? 1927. Ein norwegischer und ein niederländischer Geologe, die sich der Beobachtung des Mondes verschrieben haben, fangen von unserem Trabanten seltsame Signale auf. Auf ihrer Funkausrüstung tauchen Pings und Echos auf, doch sie stammen nicht vom Mond selbst. Ihre Quelle bestimmen sie bei den Lagrange-Punkten L4 und L5, die Punkte zwischen Erde und Mond, bei denen sich ihre gegenseitige Anziehung aufhebt, rund 6/7 der Strecke zwischen unserem Heimatplaneten und unserem Begleiter. Schnell wieder in Vergessenheit geraten, sollte diese einzigartige Entdeckung Jahrzehnte später wieder das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Jahrzehnte später nimmt sich die Wissenschaftsgemeinde die Berichte der beiden Forscher an. Sie richten ihre neuen Radioteleskope auf die Lagrange-Punkte. Und ja, auch sie empfangen diese mysteriösen Signale. Auf Grundlage der Daten identifizieren sie sie als Long Delay Echoes. Echos von Funksignalen, welche mit einer Verzögerung von mehreren Sekunden zum Ort der Ausstrahlung zurückkehren. Diese sind zwar bis heute noch nicht aufgeklärt, doch nimmt man an, dass der Mond die von der Erde stammenden Radiowellen reflektiert und sie auf uns zurückwirft, mit einer Verzögerung von 2,7 Sekunden, die der Signallaufzeit zwischen Mond und Erde entsprechen. Doch die 1927 entdeckten Signale waren viel zu stark, um bloße Reflexionen von der Erde zu sein. Auch ihre Verzögerung mit über 3 Sekunden passe nicht zu der Entfernung zwischen Erde und Mond. Es stammt von einer Quelle weit über 60.000 Kilometer vom Mond entfernt. Astronomen aus der ganzen Welt entdecken, dass nicht nur die 3-sekündige Verzögerung seltsam erscheint. Das Signal würde von irgendetwas in der Nähe des Mondes verstärkt und zurückgesendet, aber eben nicht vom Mond selbst. Ihre neuesten Beobachtungen zeigten gar, dass sich das Signal ändert. Die Verzögerungen begannen immer ausgeklügelter und komplizierter zu werden, weit über die 3 Sekunden, dass das Signal noch Ende der 1920er Jahre zu haben schien. Die Intensität dessen blieb allerdings gleich.
Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass diese Echos verstärkt würden und von einer einzigen Quelle zurückgesendet werden. 1960. Der Stanford-Professor Ron Braswell untersucht die Messergebnisse der empfangenen Signale. Er wagt den Schritt, den seine Kollegen nie klar formulieren wollten. Er hält auf Grundlage der Daten diese Echos für außerirdisch. Signale von einer unbemannten Raumsonde einer anderen Zivilisation, die regelmäßig zur Erde gesendet werden. Wenn es wirklich Signale einer außerirdischen Sonde sind und wir sie empfangen, wie lautet dann der Inhalt dieser Nachricht? Konnte man die Botschaft entschlüsseln? Konnte gar der Ursprungsort dieser Sonde, wie sie in der Nähe des Mondes vermutet wird, ermittelt werden? 1973. Kurz nach der Veröffentlichung eines Artikels in einer wissenschaftlichen Zeitschrift gerät Autor Duncan Lunan von jetzt auf gleich in die breite Öffentlichkeit. Große amerikanische Fernsehsender wie die CBS und weltweit bekannte Printmedien wie das Time Magazine verkünden seine sensationelle Entdeckung. In der Nähe des Mondes ist eine außerirdische Sonde stationiert. Sie funkt Signale an die Erde und die Botschaft, die sich in diesen Signalen verbirgt, wurde entschlüsselt. Und wir wissen auch, woher sie stammt. Lunans Entdeckung basiert auf der Annahme Braswells 13 Jahre zuvor. Schon damals nahm er an, dass die ausgesendeten Signale eine Sternenkarte beinhalten müssten. Doch erst ihm gelang es, diese zu entschlüsseln. Unter der Annahme, die ungewöhnlichen Verzögerungszeiten könnten Koordinaten im Universum darstellen, kartierte er diese in eine chronologische Reihenfolge. Damit abgeschlossen, offenbarte sich vor seinen Augen Sensationelles. Eine Sternenkarte, wie vermutet. Und sie sollte auf einen ganz bestimmten Punkt hindeuten, 200 Lichtjahre entfernt. Wenn die Datenpunkte mit der Verzögerungszeit auf der Y-Achse aufgetragen sind, erscheint nichts Signifikantes. Mit der Verzögerungszeit auf der X-Achse sieht der Graph jedoch wie ein intelligentes Signal aus. Es hat eine auffallende, aber unvollständige Ähnlichkeit mit dem Sternbild Bootes, dem Hirten. Wird der Punkt an eine entsprechende Stelle verpflanzt, nimmt er die Position des Sterns Epsilon Bootes ein und vervollständigt so die Konstellationsfigur. Was genau hatte er damit herausgefunden? Nur Arcturus, der hellste Stern im Sternbild Bootes, schien auf der Karte fehl am Platz zu sein. Doch nur, wenn man seine heutige Position annehmen würde. Bei genauerer Betrachtung stellte sich schnell heraus, dass er sich vor etwa 13.000 Jahren an der Position befunden hatte, wie ihn das Signal wiedergibt. Doch er fand weitaus mehr als nur die Position eines weit entfernten Sterns. Starten Sie hier, unser Zuhause ist Epsilon Bootes, ein Doppelstern. Wir leben auf dem 6. Planeten von 7, der von der Sonne kommt, die größere der beiden ist. Unser 6. Planet hat einen Mond, unser 4. Planet hat 3. Unser 1. und 3. Planet haben jeweils einen. Unsere Sonne befindet sich in der Position von Arcturus, die auf unseren Karten bekannt ist. Es schien klar zu sein, eine Sonde einer außerirdischen Zivilisation wurde vor 13.000 Jahren zu uns geschickt. Sie befindet sich nun nahe unseres Trabanten, an den Lagrange-Punkten zwischen Erde und Mond. Gestartet vom Stern Arcturus, sendet sie seit ihrer Ankunft im Sonnensystem eine klare und unmissverständliche Botschaft. Eine Botschaft, die auch die unsere ist, als wir die Voyager-Sonde mit einer goldenen Platte ausstatteten und sie in die Tiefen des Alls beförderten. Die Position unseres Heimatsterns und deren Planeten. Was sagte die wissenschaftliche Gemeinde zu der Entdeckung Lunans? Gibt es weitere Bestätigungen des entschlüsselten Signals? Braswell, der Professor an der Stanford University, auf dessen Annahme Lunans Entdeckung basierte, stellte schon damals fest: Wenn eine außerirdische Intelligenz mit uns Kontakt aufnehmen wollte, so würde es diese durch die verzögerte Rückkehr von Funksignalen tun. Und er war Berichten zufolge überglücklich über die neueste Entdeckung durch Lunan. Er soll gesagt haben: Die erstellten Karten kann als Möglichkeit der Kommunikation mit einer anderen Intelligenz angeführt werden. Eine solche digital übermittelte Sternenkarte ist die höchste Wahrscheinlichkeit einer Darstellung von Informationen, die man von einer anderen Intelligenz erwarten kann, da die Sterne tatsächlich das Einzige sind, was wir alle gemeinsam haben. Nach Veröffentlichung seiner Arbeit und dem großen medialen Interesse geriet Lunan immer weiter unter Druck. In den nächsten Jahren sollte er auf enormen Widerstand aus der Wissenschaftsgemeinde stoßen, der, die ihn doch zuvor immer als Wissenschaftsjournalist hochgeschätzt hatte.
Im März 1998, 25 Jahre nach der Veröffentlichung seines Artikels, schien Duncan diesem Druck nicht mehr standhalten zu können. In der 118. Ausgabe der Analog Science Fiction and Fact zog er seine Erkenntnisse über das Echo nahe des Mondes wieder zurück. Nur Jahre zuvor nahm er noch Bezug auf eine Entdeckung Nikola Teslas, der ebenfalls ein Signal aus dem All entdeckt zu haben schien. Und es ähnelte dem, was er als solches erkannte, sehr. Die Muster dieser Funksignale waren nicht auf irgendeine bekannte Ursache zurückführbar, was bedeutet, dass Tesla kein anderes Phänomen hätte finden können, das solche Signale aussendete. So ein klarer Hinweis auf Zahl und Reihenfolge gab ihm Grund zur Annahme, dass er möglicherweise über eine Nachricht gestolpert ist, die von einer intelligenten Zivilisation, die anderswo im Universum existierte, an die Erde gesendet wurde. Hatte schon Tesla das Signal entdeckt, welches Lunen weit später entschlüsselt haben will? Es scheint so, als hätte sich die Suche des SETI-Programms schon längst erübrigt. Ein intelligentes Signal einer außerirdischen Zivilisation schon längst empfangen und entschlüsselt. Eine extraterrestrische Sonde, weiter weg als der vermutete Black Knight-Satellit, offenbart sich seit 3000 Jahren der Menschheit und sendet ein freundliches Hallo, es gibt uns und ihr seid nicht allein. Wird sich dieses Signal irgendwann in der Wissenschaft als echt beweisen lassen? Werden wir jemals die Möglichkeit haben, die 200 Lichtjahre zu überwinden, um zu sehen, wer sich dort befand oder immer noch befindet? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.